Hallo liebe NLP-Freunde, in diesem Video geht es darum, was ist sinnesspezifische Sprache? Wir haben uns schon in einem Video darüber unterhalten, was WAKOG meint, unsere fünf Sinne. Und die Frage ist nun, woran erkennen wir, in welchem Kanal jemand gerade ist? Also woran erkennen wir, dass jemand aktuell gerade in seinem Kopf von Bildern dominiert wird, was dem visuellen Kanal entspricht, oder dass jemand vielleicht gerade eher im auditiven Modus ist oder vielleicht sogar im Gefühlsmodus oder also kinästhetisch oder im olfaktorischen oder gustatorischen Modus. Woran kann man das erkennen? Und ein Element, das verrät schon der Titel dieses Videos, das ist über die sinnesspezifische Sprache. Wir gehen davon aus, dass im neurolinguistischen Programmieren unser Nervensystem und Linguistik, unsere Sprache, noch viel enger miteinander verknüpft sind, als die meisten das für möglich halten. Dementsprechend, wenn jemand etwas sagt, nehmen wir das manchmal sehr, sehr wortwörtlich. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, das sieht gut aus. Wenn ich das wörtlich nehme, das sieht gut aus, dann hat er eine visuelle Vorstellung von einer Sache. Das heißt, er wäre dann im visuellen Kanal. Und so kann man jetzt weitergehen durch die verschiedenen Kanäle. Machen wir es mal beim Visuellen noch. Was gibt es dort für visuelle Begriffe? Und das kann jetzt jede Wortart sein, also Hauptwörter, Adjektive, Verben, völlig egal. Zum Beispiel das Verb glänzen wäre visuell. Oder hell erstrahlen, hell als Adjektiv, strahlen als Verb, beides ganz stark visuell. Ein Hauptwörter wären zum Beispiel Durchblick, Einblick, Überblick, das Auge, Farben an sich, ne? Also rot, blau, grün und so weiter, hell, dunkel, all das wären visuelle Begriffe. Das heißt, wann immer jemand einen solchen Begriff verwendet, deutet es darauf hin, dass er gerade intern eine visuelle Erfahrung macht. Was wären denn auditive Begriffe? Das klingt gut, das hört sich gut an, Stimme, Ohr, Geräusch, das Knacken der Zweige. Das sind auditive Begriffe. Was sind denn kinästhetische Begriffe? Fühlen, spüren, berühren, ein Gespür für etwas haben, Wärme, Kälte, Oberflächen geschaffen hat, das ist rau. Das sind Dinge, die kann ich fühlen. Und entsprechend olfaktorisch und gustatorisch. Das heißt, all die Redewendungen, die wir verwenden, die Wörter, die jemand benutzt, deuten darauf hin, in welchem Modus, in welchem Kanal er gerade ist. Allerdings natürlich, wir verwenden manchmal diese Wörter miteinander gemischt. Es ist nicht immer so, dass jemand nur visuell spricht oder nur auditiv oder nur kinästhetisch. Aber oft kann man, wenn man Menschen zuhört, wenn sie etwas erzählen über ein Erlebnis aus der Vergangenheit, eine Geschichte aus ihrem Leben, oft kann man deutliche Präferenzen heraushören, dass jemand zum Beispiel 20 visuelle Begriffe verwendet und nur 2 auditive oder ein kinästhetisches in dem Moment. Und dann hätte man doch eine klare Schlussfolgerung darüber, was in demjenigen im Inneren gerade vorgeht. Die Sprache ist allerdings nur eines der Merkmale, anhand derer man erkennen kann, wie jemand gerade denkt, in welchem Modus er sich gerade befindet. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß im nächsten Video.